Also Kinderfeuerwehr ist generell Spiel, Spaß und Spannung. Und es ist einfach ein Freizeitprogramm, so würde ich es einfach sehen, dass wirklich was Sinnvolles getan wird. Ja, die Kinderfeuerwehr, damit sprechen wir Kinder an im Alter von 5 bis 8 Jahren. Wir üben Brandschutzerziehung, wir wollen Werte vermitteln, wie zum Beispiel die Kameradschaft, Freundschaft, Hilfsbereitschaft. Alles so Dinge, die zur Feuerwehr dazugehören, machen das relativ spielerisch und mit viel Spaß. Wir sehen das auch gerne, wenn man es dann wirklich mal geschafft hat, vereinzelte Kinder von einem Alter von 5 Jahren dann mit 16 dann in die Aktive aufzunehmen. Das ist dann eben schon ein massiver Meilenstein, den man da erreicht hat. Und freut man sich natürlich drüber. Und das ist eben auch ein Feedback für uns, dass wir unsere Arbeit richtig und ordentlich gewissenhaft gemacht haben. Ja. Mama und Papa dort waren, da wollte ich auch in die Kinderfeuerwehr. Da lernen wir erstmal hier die Brandschutzregeln und wie man mit Feuer umgeht. Was brennt und was nicht brennt. Meine Freunde sind auch bei der Feuerwehr. Bei der Kinderfeuerwehr macht es mir auch ganz viel Spaß. Ich denke, es ist sehr wichtig, einfach, dass die schon so ein kleines Grundwissen haben, in die Jugendfeuerwehr reinzukommen. Ja, und auch fürs Leben natürlich ist das wichtig. Diese Brandschutzerziehung, Brandverhütung, das sind alles Dinge, die man auch im Leben braucht. Also wir machen zum Beispiel auch Sportparcours, wir machen das mit den Autos, wie heute in der Übung gezeigt. Wir machen Brandschutzerziehung, wir machen Experimente, dass die Kinder das wirklich alles von vorne auf mitkriegen. Und das ist ja nicht alles unbedingt feuerwehrspezifisch, sondern es ist wirklich allgemein gehalten. Dass es halt ein stupides Rumsitzen ist, ich sag mal, der Ausgleich zur Schule. Ja, also mit 3, 4, 5 Stunden Schule am Tag rumsitzen, konzentrieren. Und dann ist das hier sagen wir, praxisnah. Interessant, mehr Bewegung, mehr körperliche Betätigung. Das, denke ich, ist so das, was den Kindern auch am meisten Spaß macht. Ab zur Feuerwehr. Weitere Infos unter abzurfeuerwehr.de oder bei der Freiwilligen Feuerwehr in deinem Ort.